Jo Leute, herzlich willkommen zurück beim FIFA-Orakel. Heute Gladbach gegen Frankfurt, die einen neuen Trainer haben, wie der Herr Gorobay mir gerade berichtet hat. Ja, hier Kovac. Yay. Der war der ja Nico. Der Kovac. So? Hieß er so? Glaub. Ich bin mir nicht sicher. Die haben ja Huschti, stimmt, da war ja was. Alle haben Daumen runter, das ist ja wohl nicht normal. Alle haben Daumen hoch, wer darf denn nicht spielen jetzt? Goro hat sich übrigens einen neuen Account angelegt, Leute. Das brauchst du nicht sagen, das ist... Doch. Warum sagst du sowas? Warum damit die Leute wissen, wie viel YouTube-Money du hast. Warum lügst du so? Er hat ihn sogar extra Goro bei YouTube, also YT genannt, Leute, da könnt ihr mal sehen. Kann er keiner sehen. Was er damit sagen will, der steht doch da oben. Steht doch da oben. Oh, was für ein Tor direkt, ey, das wird heiß, das Spiel heute wieder. Bin heute gut drauf eigentlich. Bist du? Ich hoffe, das versaut mir jetzt nicht meinen Tag hier, das Orakel. Hast du schon Pokémon aufgenommen, also bist du gut drauf. Ja, das... Steffi hat gesagt, wahrscheinlich kommt's noch zurück. Ich hab's jetzt gekriegt, ja. Echt? Nice. Weißt ja, was du machen musst nach dem Orakel. Ey, guck mal, meiner ist einfach in die Hälfte gerannt, hast du das gesehen? Dass er das darf, ey. Sollte gleich eine rote geben. In Frankfurt. Bin gespannt, Frankfurt ist ja auch... nicht wirklich gut dabei. Bremen hat sich jetzt aber gut rausgekämpft, einigermaßen, wa? Wer? Bremen. Ja. Puh. Wenn der nicht direkt auf den Keeper gekommen wäre, das wäre böse. Der will Goro gar nicht sehen. War eine gute Chance, würde ich gerne sehen. Bestimmt hat Goro sich gar keinen neuen Account geholt, sondern... hat jetzt irgendwie so einen Ghostwriter, so, weißt du? Der jetzt für ihn immer spielt, ey. Kann ich mir richtig vorstellen. Ist ja egal, fürs Orakel ist es ja egal, ob ich einen neuen Account habe oder nicht. Russ, fürs Spiel bringt es nichts. Er hat am letzten Wochenende auch schon getroffen, Russ. Ey, du verdeckst sein. Was soll das? Ich konnte nicht sehen. Aber, naja, Gorat halt so mal, ne? Nein, ich mein quasi, dass du jetzt einen neuen Account hast, aber das ist gar nicht deiner und jetzt spielt eigentlich gerade wer anders so. Und ach so, ja. Du kommentierst halt nur. Ja, herzlich willkommen. Und dann werde ich jetzt so jede Folge 10-0 abgezogen plötzlich. Gibt ja den nächsten Special, wo Nils und Fizz kommentieren. Wenn ja, spielen. Haben sie schon fest zugesagt auch. Können sie jetzt eigentlich auch nicht mehr rückgängig machen. No way. Warum ist das bei meinen Keepern letzter Zeit so, dass sie es nicht mal probieren? Offener Schlagabtausch. Guck mal, guck dir das mal an. Ich meine, der war jetzt auch nicht so weit von ihm entfernt. Nee, er war zu hart geschossen. Kam zu schnell. Der hat, das ist so wie diese Leute, die immer Angst im Tor haben, ey. Boah, das waren die Schlimmsten in der Grundschule. Ey. Hast du einer davon? Ja. Ich habe immer noch Angst im Tor. Jetzt wird's kriminell hier. Oh, wie er den durchgesteckt hat. Habt ihr das gesehen, ey? Der alte Trickser. Ey, da kommt Goro echt gleich mit der Antwort. Weißt du, sowas regt halt einfach nur auf. Ah, war zu weit. Riecht dich das wirklich auf, so? Wir haben wieder den gleichen Linienrichter. Ich hab den gerade schon an seinen roten Arm erkannt, ey. Bundesliga kann sich nur einen Linienrichter leisten. Der muss auf beiden Seiten spielen. Die Ivy Lane. Ach nee, das Gladbach-Stadion ist ja drin. Oh, Abraham. Ja, der Stindel sich aus. Vater Abraham hat 7 Söhne. Wir nehmen verhältnismäßig auf wieder mal. Kennst du das? Ja, kenne ich. Denke ich aber auch immer dran, wenn ich deinen Namen höre. Meine Güte. Also, wir nehmen verhältnismäßig früh auf, heißt Kader, ist man sich nicht so sicher. Ja. Aber wir sind heiß gewesen wieder. Oh, jetzt überrennt er mich hier wieder. Aber Dingens abseits eigentlich. Weißt du, da geht er dann ran, wenn es eh abseits wäre. Den hab ich. Oh, zu lasch. So, jetzt hier schön übrigens. Mit Hazard. Oh! Also, der hat doch letztes Mal auch ein Tor geschossen, im Orakel zumindest. Ja.
Orakel wieder geschubst gerade, ey. Ich bekomme meine Bundesliga-Ergebnisse eigentlich nur durchs Orakel. Ja. Für mich hat Bayern auch 8-1 gewonnen, ey. Ah! Offener Schlagabtausch. Na, ich dachte, du ziehst nach innen rein, ey. Der Hut! Der Hut heißt das auf Deutsch. Das Hut. Das war niederländisch. Das war niederländisch. Kennst du das noch von bei der Sendung mit der Maus? Ja. Bevor es losging. Das war koreanisch. Och man. Ja, hat er nicht richtig getroffen. Idee war gut, Ausführung war absolut am Boden. Bescheiden. Nochmal die nächste Chance. Vielleicht macht Stindl jetzt ein bisschen besser. Kleine Chancenplus auf meiner Seite, würde ich was behaupten. Mal schauen, was die Statistik nachher wieder sagt, ey. Aber das hat auch wieder nichts zu sagen. Also, du kannst ja auch aus 3 Chancen 3 Tore machen. 4 Tore ich teilweise. Schon. Ich habe auch schon 1-0 geführt, ohne einen Torschuss zu haben. Während ich, wenn ich 10 Torschüsse habe, mache ich 1. Oh! Oh, dass er da. Aber dass er da noch rankommt. Da, siehst du? Erkennst du ihn? Mhm. Unser Freund. Unser Freund und Schokoschein. Ja, war aber gut im Abseits. Muss wahrscheinlich ein bisschen was überlegen. Mir gefällt das Spiel nicht so gut, der Frankfurter, was ich hier mache. Lauf doch! Oh, ey, nein! Was war das denn? Schade. Hätte zumindest eine Ecke dann gegeben, ey. Ja, aber da musste ja nochmal hin. Ach, komm, jetzt nochmal schnell den. Ah! Abseits. Der hat gerade abgespielt. Captain Hook. Dass das nochmal passiert, wer war das denn hier? Seferovic? Ich weiß es gerade gar nicht mal. War nur erstaunt, dass er da irgendwie sich gegen 2 Leute noch durchgesetzt hat. 2? Die Weißen laufen alle hinter ihm. Ja, hast recht gehabt. Oh, kennt sie alle, ey. Das ist echt krass. Jetzt wieder die Antwort. Ah, den kriegt er sogar noch, der Bengel. Und jetzt zieht er den da wieder mit so einer mega Bananen. Ich dachte, er stokelt den jetzt wieder raus. Das machen die auch mal gern. Es ist noch lange Zeit, ne? Also es ist ja noch eine ganze Halbzeit. War alles drin. Oh, letzten Spieltag hätte Sam Braun und eine Rote sehen müssen. Was hat er da gemacht? Gefoult wie so ein Weltmeister. Zambrano, wo kam der nochmal her? Auch von Schalke? Oh, das war ich noch nicht. Das war ich nicht mal, ey. Wenn das jetzt schon wieder irgendwas gegeben hätte, dann wäre ich schon wieder ausgeflippt, ne? Der liegt da immer noch, ey. Laut Radar. Das ist echt nervig, wenn sowas passiert und man dann nichts für kann selbst. Wo steht? Der hat einen guten Schuss. Du hast ihn voll umgetackelt, nur weil das mein war ich nicht. Fehlt. Das sprut nochmal zurück, Leute. Hä, zu wem will er denn? Ist das sein Bruder? Ist das sein Bruder? Spul doch mal zurück, sagt er einfach. Aber gute Flanke. War keine Flanke, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Buschti hat so einen Bart? Geil, wusste ich gar nicht. Ich hatte eigentlich so mega lange Haare mal gehabt. Der Sabolsch, oder wie er heißt. Sabolsch Husti. Spielgoro hier, One Touch, ey. Mau! Ja, einfach mal vorbeirennen. Gut gemacht, Grins. Jo, danke. Heinz. Was? Heinz pfeift doch heute. Heinz. Hier, siehst du, Schüsse aufs Tor haben wir auf einmal wieder gleich viele. 3 Schüsse aufs Tor, 3 Schüsse insgesamt, 3 Tore. Grins ist das die Effektivität ist in Person, leider. So wird's gemacht. Na gut, komm, machen wir weiter.
Ach, Frankfurt, ey. Aber hat Goro eigentlich schnell die Antwort gefunden gehabt? Ja, und jetzt hat er mich gefoult und Schiedsrichter macht. Das war ja vor allem nicht mal ich, das war der PC. Ich kann da überhaupt nichts für. Wenn es an mir gegangen wäre, wäre da nichts passiert. Ja, weil er weiß, dass es sein eigenes Verschulden war, so weißt du? Er wollte seinen Fehler nicht zugeben, der PC. Oh, dick im Abseits, weil da geht ja gar nicht mehr. War das hier er wieder? Können wir das nochmal sehen? Achso, ja. Ihr müsst echt mal drauf achten, Leute. Es ist immer derselbe Linienrichter. Egal wer spielt, ey. Egal in welchem Land, egal, weiß ich nicht, alles egal. Es ist immer derselbe, der kann nur abseits. Oh. Mach den nochmal richtig spannend. Oh, ey. Oh, okay, den hat meiner jetzt irgendwie gut zu deinem abgelegt. Boah, hab ich aber schon mal gehabt, dass du in die andere Richtung bist. Oh! Sommer war noch dran. Nee, war er nicht. Nicht gedacht. Als ob Sommer irgendwo mal dran ist, Goro. Wir haben Sommer diesmal noch gar nicht gebasht, eigentlich. Sommer-Bashing. Wir machen irgendwas falsch. Dafür habe ich ja... Ja, das ist auch... Mach Sparhitch nicht so fertig. Oh, steh! Oh! Da hebt deiner noch die Hand. Das war ja wohl offensichtlich, dass er da selber noch dran war. Das soll man nicht so tun, ey. Ja, nichts passiert, Leute. Oh, yo. Kam Russ aber sehr leicht zum Kopfball. Die Katze kaut gerade wieder an meinem Kabel. Nicht an deinem Zeh, aber voll daneben geköpft, ey. Also Köpfen nach einer Dingens muss ich nochmal üben. Oh, da hast du mitgerechnet, wa? Ey, bleib da einfach stehen, der Goro bei, ey. Oh! War Egge, ne? Ne, Einwurf. Egge. Ehrlich? Das war krass. Hättest lupfen sollen. Ne, ich hab ihn rausgeholt, ja. Ich lupfen sollen, ja, ist richtig, aber. Denkt man in dem Moment nicht dran. In dem Moment kriegt man nur Panik, das kenne ich, ey. Ja, ich hätte ihn auch aussteigen lassen können, ne? Ja, aber hinter dir war ja einer. Ja, aber dann wäre das Tor auch frei gewesen. Hätte ja früh abgeschlossen. Oh, Hasebe. Jetzt kann man auch mal Gas geben, Hasebe. Zu weit, schade. Klärt dann natürlich schön zur Ecke. Ach. Wir sind ja in letzter Zeit nicht so grand, das ist eine Stärke. Nee, gar nicht. Ich muss reagieren, Leute. Ich muss überhaupt nicht reagieren. Ich kann mein Bierchen weiter trinken, gebraut, mit Liebe, im Herzen haben. Oh, gibt's mal. Jetzt kommt Patrick. Ich bin doch schon hier. Der Hut ist ein bisschen. Der Hermann! So, der Patrick Hermann. Mamadou Dahu. Cooler Name eigentlich so. Da war er direkt, Hermann. Gleich zur Stelle. Oh, der Goro versucht's nochmal. Was hast du denn da in deine Taktik eingestellt? Mega alles lange Bälle oder was? Lange Bälle, ja. Wenn du vorne Raphael. Wenn du vorne Raphael und Stindl hast, kannst du auch mal lange Bälle einsetzen. Raphael! Der ist gar nicht mal so schlecht. Der gleich wieder frei zur Flanke. Ey. Oh, Stindl! Das Stadion kocht. Da macht er den Hulk. Guck dir das an hier. Zack. Butter genau vor den Torwart, ey. Nice. Ah, der Anschlusstreffer, Leute. Könnte nochmal spannend werden. Unentschieden ist drin hier. Sommer hat ihn natürlich sicher. Den hat er, ey. Ach, Russ! Brauche einen neuen Controller, ey. Meiner ist schon zu alt. Kannst du mir deinen geben? Lauf! So.
Ach! Hat ein Spieler gut aufgepasst, muss man ihn mal lassen. Ah, guck mal, ey, da kommt wieder ein gutes Überzahlspiel gleich. Oh, Hermann! Am Tricksen hier. Hat er ja das 2 zu 3 vorgelegt. Wow! Ja. Yo! Das 3-3 hat meiner vorgelegt, wollte ich gerade sagen, ey. Jetzt muss es mal schnell gehen. Boah, das war aber nicht nett. Nichts gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. Anstatt er jetzt schnell macht. Das mache ich es genauso schön wie mit Hamburg letztens. Das war super. Ah, Stindl will er wieder schicken. Oh, da lässt er ihn stehen und dann schafft er es doch nicht gegen Huschl. Rusch die wieder! Nice. Oh mein Gott. Ich kann bei solchen Situationen einfach nur noch lachen inzwischen. Ne? Wenn man sowas sieht. Ne? So typisch FIFA. Ey. Ja. Als ob sowas in echt passieren würde. Aber auch so 100% FIFA, also... Oh, das Stadion rastet voll aus. So toll war es jetzt auch nicht. Der war toll eigentlich. Aber nicht gut genug. 87. Go, dreht hier nochmal auf, Freunde. Ich krieg hier keine Ruhe hinten rein. Nice. Schäbel, lauf doch! Ja. Neunzigster, letzter Angriff vielleicht. Oh. Oh! Das war's. Ich glaub, das war's. Oh, er kommt nochmal zu dir. Oh! Das war's. Ah, spannende Partie, kann man nicht anders sagen. Das war spannend. Alter Vater, ey. 3 zu 2. Bin ich sehr gespannt, ob der Trainerwechsel wirklich was bringt bei Frankfurt. Ach, 3 zu 2 war wirklich eine spannende Partie hier von uns. Am Anfang auch direkt der Ausgleichstreffer von dir. Dann ja. 3-1 geführt, aber am Ende... Oh. Hätte auch 3-3 ausgehen können. War ein spannendes Spiel, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen da und dann... Sehen wir uns im nächsten Orakel. Haut rein. Tschüss.